nur für Scheiße hier am Fernsehen. Ey, was ist mein Handy, Alter? Ich such mein Handy, ich muss zum Freund. Was ist denn mit dem? Oh, Alter. Was ist denn Scheiße, Junge? Alter. Such mein Handy, jetzt zeigen. Muss doch irgendwo sein. So ein Scheiße, Alter. Muss doch irgendwo sein. Kackding, ey. Mann, ey. Das ist echt immer schissen. Dominik zum Freund, ey. Wieso hat man so Scheiße gelabert, man? Scheiße, das ist natürlich auch gemacht. Beten und so, kann man mal probieren, wa? Ja, man, zeig mir einfach das Handy, Alter. Braucht das jetzt? Jetzt muss ich es aber filmen, Alter. Jetzt habe ich gebetet. Muss ich das doch filmen, Alter. Das ist Scheiße. Und sehen die Scheiße, Mann. Ey, ihr seid ja schon alle da. Ja. Hey, Steffen, ja, mal. Steffen, ja, was geht? Wie zu dir? Ja, Steffen. Jo, Mann, hi. Hi. Ja? Was macht ihr so? Nein. Ich hab nicht gewartet, dass wir noch das so sind. Hey, das war cool. Doch. Wieso? Ich hab auch nicht gewartet. Ja, eigentlich beten wir doch immer gemeinsam. Beten bringt doch eh nichts. Wieso, Steppel, erzähl mal, wann passiert? Na, ich hab mein Handy verloren und da habe ich gebetet und ich wollte es eben wieder haben. Und ich hab's nicht gewonnen. Ist ja schade, aber Steppel, man müsste ein Zimmer auch machen. Ich meine, ich war auch schon mal hier. Guck dir mein Zimmer an. Nee, ist so. Ich weiß doch, guck mal, mein Zimmer. Nee, da liegt alles rum. Der Papierkorb ist, bringst du nie raus, ja. Und es ist halt kein Wunder, dass dein Handy mal weg ist, ja. Ja, Mann, Steppel, das stimmt genau, was der sagt. Ich meine, ich finde es so ein bisschen irgendwie widersprüchlich. Ich meine, du machst Gott dafür verantwortlich, dass du deine Bude nicht aufräumst, weißt du? Und dann betest du zu Gott, dass dein Handy. Ich meine, ich finde es ja echt cool von dir, dass du zu Gott betest, aber wegen Handy, ich sehe es nicht. Aber beten bringt doch nichts. Ich habe da auch gebetet und hat nichts gebracht. Aber, ja, wisst ihr, ich habe letzte Woche eine richtig coole Sache erlebt. Ich meine, meine Stimme war voll im Eimer. Ich meine, vielleicht hört man es noch ein bisschen. Aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie da, halt am Wochenende war ich halt mal, habe ich so gedacht, bete ich mal, war ich, habe mir auch so gedacht, ein Kumpel von mir hat gesagt, bete einfach mal für, habe ich mal gemacht. Und ich weiß nicht, am nächsten Tag war es irgendwie schlagartig besser. Ich habe gedacht, ey, wie geht denn das irgendwie? Weil ich konnte es mir nicht erklären und ja, und das Gebet mir hat geholfen. Ja, bei dir hat es geklappt, bei mir nicht, sowieso denn? So. Ja, irgendwie verstehe ich jetzt auch gar nicht. Gott erhört manche und manche nicht, manche Gebete. Ja, ist irgendwie voll komisch. Aber ich habe eine gute Idee, lass uns doch einfach mal Wiesel fragen. Ihr müsstet doch wissen. Ja, stimmt. Ah, scheiße, okay, stimmt.